Unser Fußballverstand und das ständige Ändern der Trainer ohne Plan und Schema am letzten Tag des Transferfensters, Transfers weit über Marktwert zu tätigen, sogenannte Starspieler zu holen, die an dem Zenit sind, werden sich definitiv, aber definitiv ändern. So Freunde, wir heißen euch herzlich willkommen zu unserem neuen Special. Heute ist das Thema Ali Koç und wie erfolgreich er als Fanrat-Präsident war in den letzten 5-6 Jahren. Ich glaube, die Diskussion um Ali Koç war noch nie so groß wie jetzt, nach der Beşiktaş-Blamage. Ist es mal jetzt an der Zeit, dass wir das Thema komplett ausrollen und mal darüber reden, ob er erfolgreich war, was er falsch gemacht hat, was er richtig gemacht hat. Effekt oder Defekt? Genau, richtig. Er geht jetzt in sein 5. Jahr. Let's go. Im Mai 2018 wurde Ali Koç zum 37. Präsidenten von Fenerbahçe gewählt mit deutlichem Abstand. Der Vorstand vor ihm war wirklich nicht mehr gut in den letzten Jahren und die Fener-Fans haben sich nach einer Veränderung gesehnt, wirklich. Als Ali Koç gewählt wurde, haben die Fener-Fans das so krass gefeiert, als wäre es eine Meisterschaft. Also alle haben sich gefreut, wirklich. Aber heute sind wir an dem Punkt und sagen, ja, lief doch nicht so gut und alle wollen ihn jetzt weghaben. Deswegen fangen wir mal an. Was waren denn so seine größten Fehler, bevor ich chronologisch etwas die Jahre durchgehe? Seine größten Fehler waren hauptsächlich die häufigen Trainerwechsel. Er ist jetzt seit 5,5 Jahren im Amt und hat seitdem 10 Trainer gehabt. Also das ich glaube, jede Saison 2. Soll ich mal vorlesen? Ja, gerne. Kannst du mal vorlesen, wer da alles da? Filip Kuku, Ersun Yanal, Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Vitor Pereira, İsmail Kartal, Jorge Jesus. Okay, ich habe die 2 Interimstrainer mit Tarih Karapınar und Zeki Murat Göle. Tahir Karapınar, Entschuldigung. Ich glaube, Filip Kuku, der war auch noch so ein, ich glaube, sein Co-Trainer oder irgendein Holländer. Ja, genau, Köhmann hat dann auch 1-2 Monate übernommen. Ja, das ist einfach viel zu viel und so kannst du keine Mannschaft managen. Nachhaltig, vor allem, auf jeden Fall. Also er hat noch keine Saison mit einem Trainer beendet. Das ist krass. Also nicht eine einzige Saison wurde mit dem Trainer angefangen und mit diesem Trainer auch beendet. Die Saison sieht es wahrscheinlich so aus, dass er es das erste Mal schafft. Aber es ist noch nicht sicher. Und auch dieses Jahr stand Jesus schon, also vor allem zuletzt, heftig in der Diskussion. Auf jeden Fall. Und ungefähr ein Jahr, das ist das Krasseste, war Fener ohne wirklichen Trainer, also mit einer Interimslösung. Ein ganzes Jahr lang. Tschüss. Ohne richtigen Trainer. Ja. Also das ist schon echt too much und ja, sagt schon alles aus über diese Laufzeit, die er Präsident ist. Das geht gar nicht. So, mit 2 Sportdirektoren hat er gearbeitet. Damien Comolli, den hat er gleichzeitig mit Filip Kuku geholt und ein Emre Belözoğlu. Dieses System hat auch überhaupt nicht funktioniert. Beide Sportdirektoren haben echt scheiß Transfers getätigt. Transfers, die der Trainer nicht wollte. Zu viele Transfers, schlechte Transfers. Auch dieses System. Er war ein großer Fan vorher. Also hat er auch immer in seiner Präsidentschaftsreden immer gesagt, Sportdirektor ist ein gutes System, damit will ich arbeiten. Aber auch davon hat er sich verabschiedet. Ja, im ersten Jahr. Wie wollte er anfangen? Ay Kocaman war im Amt, der in der letzten Saison davor Zweiter wurde, also nicht mal so schlecht, aber er hat halt so viel versprochen und so viel angekündigt, er wollte so einen radikalen Wechsel haben. Auch, also heute sagt er, dass er das bereut. Er sagt, hätte ich mal lieber mit Ay Kocaman weitergemacht. Er sagt selber, ich wollte zu viel auf einmal verändern, das war nicht so gut. Und hat Filip Kuku geholt, der eigentlich sich im europäischen Fußball sich einen Namen gemacht hat, sag ich mal, mit PSV 3-mal Meister geworden ist in 4 Jahren, glaube ich. Und so ein Trainer dann in die Super League zu holen, ist eigentlich nicht schlecht. So. Ist schon gut, ja. Keiner hat eigentlich was dagegen gehabt, so. Und Ay Kocaman hatte auch nicht so ein gutes Standing bei Fener-Fans wegen seinem defensiven Fußball. Deswegen war es eigentlich ganz okay, aber Filip Kuku blieb nicht lange im Amt, ungefähr 10 Wochen. Nach 2 Siegen, 3 Unentschieden und 5 Niederlagen war auch da schon vorbei. Ja, normal. Und er wurde gefeuert. Dann hat sein Köhmann weitergemacht. 10 Wochen ist hart. Für 1-2 Monate und dann kam schon Ersun Yanal, der auch dann das zweite Jahr anfangen konnte und durfte. Aber auch da lief es überhaupt nicht gut. Und, Ersun Yanal war überhaupt nicht die Wunschlösung von einem Ali Koç. Die Fans haben eine sehr gute Bindung zu Ersun Yanal, weil er mit 2014
der letzte Trainer ist, der mit Fener Meister wurde und auch die früheste Meisterschaft eingeläutet hat für Fener. Im April wurde man schon Meister. Also er war sehr beliebt bei den Fans. Ali Koç hatte nicht so Lust auf ihn, aber weil die Fans ihm so Druck gemacht haben und nach der schwierigen ersten Saison hat er wider Willens Ersun geholt und hat ihm auch sein Vertrauen eben nicht gezeigt. Er hat ihm keinen guten Kader geliefert, wirklich. Er hat so ein paar Transfers gemacht, ja hier, so fangen wir mal was damit an, aber der Kader war so schlecht. Ja. Wir erinnern uns, ein Jaison musste Innenverteidiger spielen, ein Nabil Dirar auf Linksverteidiger. Also sehr, sehr schlechte Kaderzusammenstellung. Und auch ein Ersun Yanal hat, finde ich, mit diesen Umständen gut gespielt, bis dann irgendwann auch in dieser Saison, ist jetzt nicht das Thema, aber mit Schiri-Entscheidungen viel schiefgelaufen. Und auch ein Ersun Yanal wurde dann irgendwann gekickt, im März, glaube ich. Und mit Zeki Murat Gölle und Tahir Karapinar wurde dann die Saison zu Ende gebracht. Dann für mich mit Abstand die schlimmste Saison, ehrlich. Kam dann Erol Bulut, Erol Cloud, der, muss man sagen, mit Alanya in der Vorsaison Fünfter wurde. Fener hat diese Saison als Siebter beendet, also mit Alanyaspor ist er vor Fener gelandet. Also ich habe mich überhaupt nicht gefreut. Klar, hat er mit Alanya echt Gutes geleistet, aber keine Ahnung, mir war schon klar, dass das nichts wird. Und als Sportdirektor Emre Belözoğlu, der seine Karriere als Fußballer beendet hat und direkt danach als Sportdirektor eingesetzt wurde, da fing diese Phase an mit Alo, Ben Emrabin, wo der jeden Schwanz geholt hat. Also das war, ich glaube, Fener hat in dieser Saison über 20 Transfers gemacht, aber wirklich ein Caner Erkin zurückgeholt. Gökhan Gönül. Bro, nenn die Namen nicht. Ich habe eine komplette Liste aller Spieler, die Ali Koç geholt hat. Deswegen, ja, wollen wir die jetzt alle aufzählen oder was? Bro. Ich sag nur ein paar Namen in dieser Saison, wirklich ein Papississe, ein Kemal Ademi, ein Sosa, ein Novak, wirklich so Super League Chaps recycelt. Das war Recycling wirklich, und wirklich viel. Ein Sosa geholt, zwei, dreifach vom Trabzon-Geld draufgelegt. Novak, zwei, dreifach vom Geld draufgelegt. Also auch viel Geld bezahlt, auch wenn die ablösefrei waren. Ein Samatta für 6 Millionen geholt. Boah, das war diese Saison. Emre Belözoğlu. Deswegen bei mir ist der Typ unten durch. Der hat wirklich alles verkackt als Sportdirektor. Ja. Es lief nicht mal so schlecht punkttechnisch, aber was, also spielerisch, war das komplette Katastrophe. Deswegen habe ich so schlechte Erinnerungen an diese Saison. Und ja, das war so eine lockere Stimmung im Verein. Viele türkische Spieler, die haben ihr Leben gechillt und so. Mert Hakan, Irfan, dies, das. Waren die damals schon da? Ja, die waren da. In welcher Saison reden wir? Irfan wurde auch in dieser Saison geholt. War 1920, ne? Ist das? Ja. Nee, 2021. 2021, okay. Ich glaube, wurde Irfan nicht im Winter geholt? So Last-Minute-Transfer für 11 Millionen. Ja. Alles diese Saison, Emre, danke dafür. Ja, irgendwann ging es auch mit ihm nicht mehr. Dann hat, glaube ich, Ende März Emre Belözoğlu selber übernommen. Ali Koç hat gesagt, nein. Du hast die Mannschaft geformt, dann schau mal, zeig mir mal, was du mit der Mannschaft machen kannst. Ohne Trainerlizenz damals, glaube ich. Ohne Trainerlizenz hat er eigentlich wirklich gute Ergebnisse geliefert, außer das eine wichtige Spiel gegen Sivas verloren. Hätte man das Spiel gewonnen, hätte man die Meisterschaft sogar in der eigenen Hand gehabt. Aber in dieser Saison wurde Beşiktaş Meister und da war wieder Diskussion, okay, Emre Belözoğlu war gut in den letzten Spielen. Lass ihn halt als Trainer. Viele Fans wollten, dass er bleibt. War die Saison, wo Gala am Ende Kopf auf genau, wo wegen ihr wart eigentlich schon fast draußen, ja. 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 Aber am Ende, wo es nochmal richtig krass spannend ist, war wirklich ein Spiel. Ihr habt gegen Göteborg gespielt, das letzte, glaube ich, war das, ne? Ja, da war ja alle Spiele gleichzeitig am letzten Tag. Da war die Diskussion, okay, viele haben gesagt, Emre soll bleiben. Viele haben gesagt, ey, der ist immer richtig Trainer, Mann, was für Emre. Ja. Die Fans waren sehr gespalten. Dann hat Ali Koç groß geredet, hat gesagt, ey, ich hole euch einen Trainer. Damals waren Gerüchte mit Marcelo Bielsa, wir kennen ihn alle. Der wäre krass geworden. Krasser Trainer. Er hat gesagt, ey, mit ihm haben wir keinen Kontakt, aber ich bringe euch einen Trainer auf dem Niveau so. Deswegen hatten die Fans krass Hoffnung und man hatte richtig lange Zeit. Im März kam Emre, man hatte bis Juli Zeit, so weißt du, sich um einen Trainer zu kümmern. Deswegen hatte man große Hoffnung. Am Ende kam Vitor Pereira 2.0, sein zweiter Dönem. Und der wurde mit so fetten Texten vorgestellt, was er da alles gerissen hat in seiner Vergangenheit. Und ja, Pereira hat eigentlich ganz gut angefangen, musste aber den Kader von letztes Jahr säubern. Ein Ozan Tufan musste gehen, Caner Erkin, so diese ganzen faulen türkischen Spieler hat er erstmal gesäubert. Ein Steven Korker wurde geholt. Direkt vor, wieder. Ja, genau, bevor man sich mit dem Trainer abgesprochen hat, der ohne eine Sekunde zu spielen, zack, wieder weggeschickt.
Und ja, also im selben Transferfenster wird ein Spieler transferiert und wieder verkauft. Ja. Verliehen, glaube ich, erstmal. Ja, verliehen. Verliehen, ja. Verkauf. Ja, jetzt ist mittlerweile der Vertrag aufgelöst, aber also komplett katastrophales Management. Das ist krass, Bro. Und, aber es lief ziemlich gut. Auch ich habe die Anfangszeit von Pereira vor allem sehr gute Erinnerungen. Es lief gut bis zum Trabzon-Auswärtsspiel. Da ging man als erster hin. Trabzon war direkt hinter Fener auf dem zweiten Platz. Dieses Spiel hat man dann sehr unglücklich verloren, auch mit Schiedsrichter-Fehlentscheidung, ja, aber trotzdem, es war dann die zweite Niederlage in der Saison, man ist dann Zweiter geworden, Trabzon Erster, nichts verloren so eigentlich, aber dann ging es los, dann wurde daraus so ein Thema gemacht, im Flughafen von Trabzonspor mit Megafons an die Fans gesagt, Mesut Özil, der nie Interviews gibt, der keinen Bock auf sowas hat, Mikrofon in die Hand gedrückt, ja, beruhigt mal die Fans jetzt, ein Altay, der junge Captain von Fener musste da so ein bisschen das Feuer löschen und ab dann ging es dann wirklich bergab. Dann irgendwie hat die Mannschaft nicht mehr gut gespielt, dann wurde die Dreierkette häufig kritisiert, auch von Ali Koç öffentlich in den Medien hat gesagt, ja, wir haben jetzt mit Pereira geredet, Dreierkette kann er jetzt nicht mehr bringen und so, das klappt halt einfach nicht. Also sowas als Präsident kannst du nicht in die Taktik vom Trainer einmischen, ganz ehrlich, komplett lächerlich und auch da dann Pereira zu Recht. So, hatte gar keinen Bock mehr, da zu sein, so, weil kein Trainer will unter solchen Umständen arbeiten, so. Hat man sich das dann noch ein bisschen angeschaut, das ganze Theater, aber auch das dann beendet. Ich glaube, so die Hinrunde durfte er noch machen, zur Rückrunde kam dann Ismail Kartal. Aber da war eh schon alles vorbei, weil Trabzon ist weg. Geflogen, gefühlt 20 Punkte oder so, aber Ismail Kartal hat gefühlt jedes Spiel in der Rückrunde gewonnen und wurde auch Rückrundenmeister, so, auch das so Derby. Auch das Derby. Souverän Crespo, gewonnen. Ja. Ismail Kartal wirklich hat Fener noch auf den zweiten Platz gebracht nach katastrophalen Start. Und dann wieder dieselben Diskussionen. Bleibt der Trainer? Soll er bleiben? War wieder 50-50, sage ich mal. Aber dann hat man sich für einen renommierten Trainer entschieden, der sich auch einen Namen gemacht hat in Europa. Jorge Jesus kam dann mit sehr, sehr hohen Erwartungen. Und ja, die Saison ist ja frisch in unseren Köpfen, weil die gerade noch läuft. Sehr, sehr stark angefangen, stark nachgelassen, jetzt wieder sehr, sehr hart in der Kritik. Die Derby-Niederlagen sind uns allen im Kopf geblieben. Und jetzt, dass man auch eine 6-Punkte-Vorsprung auf Gala verspielt hat und jetzt 6 Punkte hinter Gala ist. Also ist schon Bayern, hart. Bayern hat Nagelsmann deswegen entlassen. Genau, aber so. Ich finde, diese Saison ist Ali Koç beste als Präsident. Ich habe schon oft gesagt, für mich hat er diese Saison eigentlich alles richtig gemacht. Er hat endlich einen krassen Trainer geholt. Er hat sich endlich mal nicht eingemischt. Er hat ihm die Transfers gegeben, die er wollte. Und es klappt immer noch nicht. Also liegt es jetzt wirklich an Ali Koç? Er hat eigentlich, wie man sieht, aus seinen Fehlern gelernt. Wollte dieses Jahr alles richtig machen. Hat er meiner Meinung nach. Es klappt immer noch nicht. Deswegen, das war Ali Koç 5 Jahre kurz zusammengefasst. Was war seine Transferbilanz? Weißt du das? Ja, weiß ich. Genau, er hat ja gesagt, ständige Trainerwechsel will ich nicht mehr, hat er gemacht. Er hat gesagt, diese Transfers, diese Starspieler, die an dem Zenit sind und diese Last-Minute-Transfers werden wir nicht mehr machen. Hat er alles gemacht. Er hat diese alten Leute geholt. Lass mal ein paar aufzählen, Mesut Özil, ein Sosa, ein Papi Sisse. Die sind nicht mal Starspieler, außer jetzt Özil, aber einfach alte Chap-Spieler geholt. Die Anzahl an Transfers in diesen 5 Jahren, 76 Transfers gemacht. Zugänge haben 145 Millionen gekostet, Abgänge 130, also ein Transferminus von 15 Millionen. Ist okay. Es ist okay, aber Gehälter. Auch einige wirklich vielversprechende Talente jetzt mittlerweile geholt, auch ein bisschen Zukunftsmusikmäßig. Also im jetzigen Kader von Fener sind viele Spieler, die man noch teuer verkaufen kann. So schlecht wollen wir jetzt auch nicht machen. Aber ja, all in all, komplett Mülltransfers gemacht und viel zu viele. Lass mich die mal vorlesen, wie viele hast du davon noch im Kopf? Gustavo Henrique, Benzia, Slimani, Samata, Adil Rami, Zanka, Luis Gustavo, Max Maja, Pruma, Samet Akaydın, Simeon Fallett, Pro, wer zur Liste?
Zartek, Chipfunar, Jean-Pierre Rostavoldi, Diego Reyes, Jaisa, Murat Salam, Andre Ayu, Lemos, Thiago Chukur, Tisseran, Burak Kapacak, Barış Alıcı, Tolkay Aslan, Steven Corker, Nazim Sangare, Tolga Ciyacı, Deniz Türüç, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Açın, Mikel Frey, Kemal Ademi, Mepis ise Sinan Gümüş, Mevlüt Ersi, Civan Atamak, Fener Gişfit, Allah yar, Marco Fabian, Özil, Perotti, Kruse, Geri Rodriguez. Transfers, wie man sieht, auch mit Kruse, teilweise, ihr erinnert euch, wo er Kruse gesagt hat, er spielt den Poker seines Lebens und so, wo er nicht pünktlich sein Geld da bekommen hat, er dann geklagt hat und eine fette Abfindung noch bekommen hat. So. Deswegen alles, also viel, viel spricht hier gegen ihn. Deswegen, also, was sagt ihr denn so? Ich hätte ihn schon viel früher entlassen. Oder was heißt entlassen, aber ich glaube, es ist gar nicht mal so leicht, ihn loszuwerden. Und ich habe mir einfach damals mehr von ihm erhofft. Ich finde, wenn man ihm vor 5 Jahren gesagt hätte, pass auf, guck, dass du lieber nachhaltig arbeitest und setz auf eine gesunde Transferpolitik, arbeite mit jungen Spielern, gib Trainern Zeit und Vertrauen, dann wäre Fener aktuell schon bestimmt 2-mal Meister geworden. So, nein, man arbeitet immer noch auf Pump, man versucht immer noch, die Saison aus dem Vorjahr irgendwie zu retten mit neuen Transfers, mit neuen Trainern. Ist dann hier ungeduldig, sowohl bei Spielern als auch bei Trainern, streitet sich dann mit denen, verliert daraufhin dann wichtige Spiele, wird nicht Meister und somit wächst die Ungeduld und die Wut der Fans völlig zurecht. Und ich glaube, er hat um sich herum auch einfach wenig Leute, die sich trauen, ihm zu sagen, ich glaube, das machst du falsch. Wenn du einfach Leute um dich herum hast. Offensichtlich in der letzten Wahl gab es einfach keinen zweiten Kandidaten, er war der einzige Kandidat, Bro. Das meine ich. Also wenn du keine Leute um dich herum hast, die dir auch mal Kontra geben können oder die sich trauen, dir mal was zu sagen, dann lebst du in deiner eigenen Bubble. Weißt du, was ich meine? Das ist meine Meinung zu ihm. Ich würde seine Zeit als nicht positiv betiteln. Bro, ich finde auch, dass es bis jetzt seine beste Saison war. Der hat eigentlich diese Saison nicht viel falsch gemacht. Aber wenn wir uns mal wirklich zurückerinnern, was er in den letzten Jahren alles abgeliefert hat. Und das sind jetzt wirklich nur die Sachen, die mir spontan im Kopf geblieben sind. 5-Sterne-Meisterschaft. Alter hat einen Pokal gehoben, da war er selber noch 12 oder so, Bro. Den hat er als Kapitän hochgehoben. Der hat Assassin's Creed gespielt mit den eigenen Fans. Ist von der VIP-Tribüne runter in die Fanmenge. Hat da einen Ezio Auditore-Move gebracht. Der hat den Vereinskapitän Volkan Demirel wie einen Hund wirklich in so einer, in Gott weiß, irgendwo in einem Fener-Store hinter Raum hat er ihn sich entschuldigen lassen. Da stand nicht mal ein Wasser auf dem Tisch, wirklich keine Sponsoren, gar nichts. Man hat wirklich gesehen, der will gerade will Volkan Demirel demütigen. Entschuldig dich jetzt, hat er gemacht. Der hat die eigene Mannschaft nach der Akisar, glaube ich, war es, Auswärtsniederlage als Strafe mit dem Bus nach Hause geschickt. Und das sind nicht nur so 2-3 Stunden, das war wirklich so eine 5-6-7 Stunden Fahrt. Basketballmannschaft? Basketball, ich glaube in Olympiakos, also in Athen. Haben die eine Niederlage oder so bekommen, 7, 8, 9 Stunden von Athen mit dem Bus nach Hause geschickt. Boah, was fällt mir noch ein? Diese Megafon-Sache. Schwanzvergleich mit Gasrei, Bro, dass er jedes Mal versucht, Gasrei die Spieler wegzuschnappen und jedes Mal ist es nach hinten losgegangen. Samatta, 6 Millionen. Irfan Can, offiziell auch nur 6, inoffiziell, laut Aziz Yıldırım, 11 Millionen Euro. Mert Hakan Yandaş, kannst du in die Tonne kloppen. Wie viele Ex-Gasrei-Spieler? Bruma, der Typ hat nicht mal ein Spiel in der Liga gemacht. Sinan Gümüş, Tolga Ciğerci, Geri Rodriguez. Also wirklich, jedes Mal irgendwie versuchen, Gasrei 1 auszuwischen, aber er merkt einfach nicht, es klappt nicht. João Pedro, bestes Beispiel, danke sehr. Kein einziger Transfer, Çalım, so sagt man es im Türkischen, hat geklappt. Und jedes Mal mit diesem Sturkopf versucht er das weiter und es klappt nicht. Deswegen, das waren jetzt so ein paar Sachen, die mir spontan eingefallen sind. Der hat sehr, sehr, sehr viele Fehler gemacht. Wann sind die nächsten Wahlen, weißt du das? Ich glaube nichts, ja. Kann man da was machen? Also gibt es überhaupt einen Kandidaten, der sich traut? Es gibt ein paar, ja. Aber nicht ernst zu nehmen, oder? Die man das zutrauen würde, aber... Denkst du, die wären besser? Kannst du einen Namen nennen, der uns irgendwie was sagt? Saran, Sadettin Saran. Okay. Der ist auch so ein reicher Geschäftsmann, auch Fener-Fan und der ist so, glaube ich, so der größte Name. Aziz Yıldırım soll anscheinend wieder kandidieren oder einer von seinen Leuten. Das ist ein mieses Comeback, wäre das, Bro. Ja, also es gibt... mit seinem Lispeln. Schau mal, also bei dem ganzen Bashing, den wir hier machen, zu Recht, okay, die letzten Jahre hat er komplett reingeschissen. Aber
Also diese Istifa-Rufe hätten schon, du hast letztens auch schön erwähnt, die hätten schon vor 2 Jahren, vor 3 Jahren kommen müssen. Jetzt, wo er seine beste Saison als Präsident erlebt, jetzt sind die Istifa-Rufe gefühlt am größten wegen den wirklich Skandal-Derby-Niederlagen so viel zu hoch verloren und auch wirklich jetzt letztens erst blamiert gegen Besiktas zu Hause. Ja, aber an sich läuft die Saison gut. Also, wenn Fener Pokal gewinnt, in der Liga Zweiter wird, Europa League Achtelfinale gesehen hat, dann war es für mich, für sein erstes Jahr, eine sportlich gute Saison. Jorge Jesus meinst du jetzt? Ja, Jorge Jesus. Ja. Dann hat er auch verdient, meiner Meinung nach, in die zweite Saison zu gehen, wenn er dann bleiben möchte. Deswegen verstehe ich nicht, in der besten Saison von Ali Koç als Präsident, die Istifa-Rufe so hoch anzusetzen, ja. Aber wieso nicht in der Vergangenheit dann? Wieso hat man dann nicht wie Galla ein Burak Elmas, der nicht mal ein Jahr bleiben durfte, direkt vom Hof verjagt so? Ja, ja. Jetzt, wo er wirklich, der hat auch, muss man sagen, aus privater Tasche, man sagt, 150 Millionen Dollar reingesteckt in den Verein. Klar, dass er nicht einfach gehen will und auch nicht so in den Köpfen von den Fener-Fans bleiben will. So, das ist, glaube ich, sein Ego. Er liebt den Fener, genau, er liebt Fenerbahce genau wie wir. Er, will er ist auch ein Fan wie wir. Er will Titel und er will nicht so in Erinnerung bleiben. Ja. Und auch ein Asyldirim war in seiner Anfangszeit nicht sehr erfolgreich. Der hat auch seine 3-4 Jahre gebraucht. Ali Koç ist ein bisschen mehr, aber... Ich glaub, solche Menschen in so hohen Machtpositionen, die Menschen haben auch einfach ein sehr großes Ego, sind auch sehr stur, was ich verstehen kann. Wirklich, das kann ich nachvollziehen. Man will einfach nicht so als Loser abgestempelt werden, als jemand, der in die Geschichtsbücher eingeht und nichts erreicht hat. Aber, ja, Bro, um das Thema abzuschließen, ich würde sagen, wir haben es damals gesagt, als er kandidiert hat, Ali Koç-Effekt. Ali Koç-Defekt. Ich würde sagen, Defekt. Stand jetzt. Stand 6. April 2023. Was sagst du? Die Vergangenheit, ja. Jetzt auch. Aber schaut mal, meine Meinung. Ich habe ihn die letzten Jahre verflucht. Ich war der größte Ali Koç-Hater der Vergangenheit. Jetzt bin ich ruhig geworden. Verteidigst ihn öfter. Verteidige ihn sogar öfter, weil ich eben sehe, was er aus seinen Fehlern gelernt hat und diese auch umsetzt, okay? Ist menschlich, ja. Du bist menschlich. Aber ja. Schau mal, ich vergesse die Vergangenheit natürlich nicht. Ich bin der Meinung, gib ihn dieses Jahr noch zu Ende auf jeden Fall und dann noch das nächste Jahr, dann hat er seine 6 Jahre voll gemacht, hatte 2 Perioden gehabt und wenn er dieses Jahr nichts holt und im 6. Jahr auch nichts, dann sowieso vorbei, egal was er noch im nächsten Jahr machen wird, weil dann klappt es einfach nicht, dann soll es einfach nicht klappen, so auch wenn er dann nächstes Jahr noch mehr richtig macht, dann passt irgendwas nicht, Bruder, dann soll es nicht sein, genau, richtig zusammengefasst, deswegen lass die Mücke noch diese Periode zu Ende bringen als Präsident. Das ist meine Meinung. Ich kann abschließend noch sagen, Ali Koç Defekt, aber da kam so ein neues Update. Da hat so ein bisschen Bugs wurden gefixt, Bro. So ein bisschen, aber ein bisschen ist noch so. Ja. Aber ja, also auf dem Weg der Besserung, aber dennoch bis jetzt Defekt. Leute, was sagt ihr? Ali Koç Effekt, Defekt? Braucht ihr noch Zeit? Würdet ihr ihm noch Zeit geben? Schreibt es in die Kommentare, lasst uns wissen. Es liegt an dir, nicht an mir. So. Ossi, danke für deine Mühe, für deine Arbeit und deine Recherche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns. Wieso dankt mir keiner, weil ich da 77 Spiele aufgezählt habe? Wir sehen uns. Peace. Yes. Haut rein. Haut rein, Freunde.